die Sportart, die ich ausübe, ist Gewichtheben. Die besteht aus Reißen und Stoßen. Warum ich den Sport ausübe? Naja, bei mir ist das so ein Familiensport. Mein Papa hat den Sport gemacht, mein 2 Jahre älterer Bruder hat den Sport gemacht. Und dadurch war ich schon immer bei Wettkämpfen dabei und irgendwie hat sich es einfach ergeben. Dann hat sich auch noch rausgestellt, dass ich gut bin. Habe ich mir gedacht, okay, mach das mal weiter. Und dann sind halt auch die ersten Erfolge gekommen und so habe ich mir einfach gedacht, so ja, okay, das ist mein Sport. 2013 bei meinen ersten U15-Europameisterschaften, da war ich 12, habe ich um 5 Gramm Körpergewicht meine erste Medaille verpasst. Und ich weiß noch genau, wie ich einfach hinten gesessen bin und ich glaube 2-3 Stunden lang durchgeweint habe, weil ich so fertig war. Und mich hat keiner trösten können, da waren sogar meine Großeltern mit und die haben mir auch nicht helfen können im Moment. Ich war so verzweifelt in dem Moment und da habe ich einfach entschlossen, sollte ich wieder zur Europameisterschaft fahren, werde ich dort eine Medaille holen. Und das hat sich bei der nächsten auch Gott sei Dank so bestätigt. Die größte Hürde in meinem Training ist, glaube ich, mich selbst zu überwinden. Ich brauche immer jemanden, der hinter mir steht und mich pusht. Hey, du kannst noch einen, hey, geh noch 5 Kilo mehr. Wenn ich keinen hätte, der was das für mich macht, glaube ich, wäre ich nicht da, wo ich bin.